Wenn FDP und Grüne streiten, gibt sich die SPD gerne als Stimme der Vernunft, als der Anker der Verlässlichkeit, so zumindest der Plan. Doch der scheint bislang nicht aufzugehen. Ausgerechnet die Kanzlerpartei ist in der Ampel besonders stark abgestürzt, liegt in Umfragen nur noch auf dem dritten Platz hinter Union und AfD. Was ist die sozialdemokratische Antwort auf die großen Herausforderungen? Wie will die SPD das aufgewühlte Land wieder beruhigen, wenn sich die demonstrative Zuversicht des Kanzlers nicht einfach verordnen lässt? Und braucht es doch mehr sozialdemokratische Sichtbarkeit? Darüber sprechen wir jetzt mit der SPD-Co-Vorsitzenden. Herzlich willkommen zum ARD-Sommer-Interview. Herzlich willkommen, Saskia Esken. Grüße Sie, Frau Hassel, freue mich. Frau Esken, bei uns gibt es ja immer ein Foto für den Gast. Hier sieht man die gesamte SPD-Spitze, die sieht ziemlich bedröppelt aus. Könnte man ja verstehen angesichts der Umfragen. Deshalb nennen Sie uns einen Punkt, warum Sie im Moment trotzdem gute Laune haben. Die SPD ist in ihrer Spitze und in der Zusammenarbeit mit Regierung und Fraktion geeint wie nie zuvor. Das macht uns stark und das macht uns auch zuversichtlich für die Zukunft. Sie haben früher mal gekellnert. Sie kennen also die Branche, die Gastrobranche. Sind Sie dafür, dass der ermäßigte Mehrwertsteuersatz in der Gastronomie fortgeführt werden soll? Wir haben diesen Mehrwertsteuersatz aus guten Gründen ermäßigt, weil die Gastronomie in schwieriger Lage war und das ist sie auch heute noch. Und deswegen müssen wir schauen, ob wir die Möglichkeit haben, im Rahmen des Haushalts eben auch da eine Reduzierung weiterhin auch fortzuführen. Also ja. Ich wäre dafür. So, und dann haben wir noch was für Sie. Einen Rucksack mit der bezeichnenden Aufschrift, dem Kanzler den Rücken stärken. Der kommt von den Seeheimern, ich gebe Ihnen den mal. Aber man hat schon das Gefühl, dass das Linie der gesamten Partei ist. Ist das auch Ihr Motto als Parteivorsitzende? Naja, wir setzen zum einen natürlich ganz klar Akzente auch für die Sozialdemokratie, denn der Kanzler ist der Kanzler der Ampelregierung und im Übrigen auch der Kanzler aller Deutschen. Wir stärken ihm natürlich den Rücken und gleichzeitig ist eben das Profil der SPD auch unser Geschäft und da bleiben wir auch gemeinsam dran, immer in guter Absprache natürlich. Genau, das gucken wir uns auch gleich noch genauer an. Aber so viel steht auf jeden Fall fest. Die Zeit des Streits und der Selbstzerfleischung, die ist vorbei. Der neue Sound der SPD, der klingt so. Geschlossenheit. 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 Wir sind Kanzler. Wir sind einfach nur stolz. Ich glaube, für uns alle sprechen zu können, dass du der richtige Bundeskanzler zur richtigen Zeit bist. Und wir alle spüren deine Arbeit natürlich tagtäglich aufs Neue. Diese Fraktion wird den Bundeskanzler unterstützen in allen seinen Entscheidungen. Was ist denn schlimm daran, dass der Parteivorsitzende und der Bundeskanzler das Gleiche denken, das Gleiche sagen? Du bist einer, der sozialdemokratisches Herzblut, Zukunftskompetenz und Regierungserfahrung in einem vereint wie keiner sonst. Geschlossenheit. 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 Frau Esken, wir haben es gehört. Geschlossenheit, Geschlossenheit, Geschlossenheit. Alle für einen, alle für den Bundeskanzler. Die Partei aber, die punktet damit im Moment nicht so richtig. Die Kanzlerpartei, die größte Verliererin der Ampel. Werden Sie bei den Menschen im Land vielleicht mehr als Ihnen lieb ist als Kanzlerwahlverein wahrgenommen? Ja, wir punkten in den Herzen der Menschen mit unserer Politik und auch mit unserer Kommunikation erreichen wir die Menschen. Ich war jetzt gerade erst einige Tage in Bayern unterwegs. Dort steht ja eine Landtagswahl an und habe mit vielen, vielen Menschen gesprochen. Und dort wird immer auch wieder sehr deutlich, dass es eben darauf ankommt, dass wir Zuversicht ausstrahlen, dass wir Zuversicht auch vermitteln, auch möglich machen, indem wir Sicherheit bieten und indem wir soziale Politik bieten. Und das ist die Aufgabe der SPD. Aber die Umfragen der SPD, die sind abgestürzt von 25,7% bei der Bundestagswahl auf derzeit nur noch 17%. Also nur auf den Kanzler und die Geschlossenheit zu setzen, scheint nicht aufzugehen. Na, wir machen ja auch nicht Politik nach Umfragen, sondern wir machen Politik, weil sie notwendig ist. Die soziale Politik, die wir vorlegen, auch den sozialen Akzent, den sozialdemokratischen Akzent in der Regierung zu setzen. Das ist richtig, um die SPD zu stärken, aber vor allem ist es notwendig, um eben den Zusammenhalt in Deutschland, in der Gesellschaft auch zu stärken. Dann machen wir jetzt nicht Umfragen, sondern wir zeigen Ihnen jetzt eine Frau und ich frage Sie, kennen Sie die? Diese Frau ist langjähriges SPD-Mitglied und Oberbürgermeisterin aus der SPD-Hochburg Ludwigshafen. Die kennen Sie? Na klar.
Ja, denn das ist Jutta Steinruck und die ist Anfang August aus der SPD ausgetreten mit ziemlichem Frust über den Kurs ihrer Partei. Ich zitiere nur eines von vielen Zitaten von Frau Steinruck, nämlich: Meine SPD, wie ich sie kennengelernt habe, hat alles bis zu den Menschen vor Ort gedacht. Sie hat zugehört, sie hat hingeschaut, hat erklärt, hat soziale Folgen von Entscheidungen abgefedert. Doch das alles hat sich geändert, sagt Frau Steinruck. Gibt Ihnen das nicht zu denken? Frau Steinruck hat ja einen ganz besonderen Fokus auch auf die Bildungspolitik gelegt, jetzt in den letzten Tagen ihrer Kommunikation, weil eben auch Schulen gerade in Ludwigshafen eine Schülerschaft aufweisen, die hoch mit hohen sozialen Nachteilen auch an diese Schulen kommt, Benachteiligung, die ausgeglichen werden muss und wo ihr als Kommune die Mittel dazu fehlen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir da gesamtstaatlich Verantwortung übernehmen, da bin ich ganz bei ihr. Aber sie ist ausgegangen aus Frust auch an dem gesamten Kurs der SPD. Ich habe ihr zugehört, ich habe auch gelesen, was sie gesagt hat. Ich glaube sehr deutlich, dass ein Austritt aus der SPD jetzt nicht unbedingt dieses Thema voranbringt. Wir stehen dafür, dass wir gemeinsam auch mit den Bundesländern, insbesondere mit unseren natürlich und mit den Kommunen gute Politik machen und da bleiben wir auch dran. Frau Esken, Sie hatten bei Ihrer Bewerbung zur Parteivorsitzenden 2019 gesagt, Zitat, die SPD kann über 30% erreichen mit der richtigen Führung, der richtigen Haltung und dem richtigen Programm. Nochmal, im Moment 17% hat die SPD die falsche Führung. Die SPD hat ja auch wenige Wochen vor der Wahl noch nicht unbedingt ausgestrahlt, dass sie 25,7% erreichen wird. Dieses Potenzial war noch nicht da und wir haben es innerhalb weniger Wochen geholt. Wir haben die Menschen davon überzeugt, dass eine sozialdemokratisch geführte Regierung die richtige ist. Also Sie hoffen auf einen Blitzanstieg? Ich bin sehr sicher, dass uns das auch bis zur nächsten Bundestagswahl gelingen wird. Aber natürlich auch in den Landtagswahlen deutlich zu machen, wir machen verantwortungsvolle Politik. Wir halten auch eben das Land zusammen, da kommt es ja drauf an. Genau, Land zusammenhalten, das ist ein Übergang zu dem nächsten Block, den wir mit Ihnen besprechen wollen, nämlich wieso die AfD im Moment so stark wird in Deutschland. Die liegt bei Umfragen inzwischen vor der Kanzlerpartei SPD. Wie viel Verantwortung sehen Sie bei der Bundesregierung, aber auch bei dem Kurs der SPD für diese Entwicklung? Ich sehe, dass die Bundesregierung der vergangenen 16 Jahre, die unionsgeführt war, eben in vielen Themen sich zwar Ziele gesetzt hat, aber wenig Maßnahmen vereinbart hat, weil dort eben kein Mut auch vorhanden war bei CDU und CSU. Das betrifft den Klimaschutz, aber wir betrifft haben jetzt auch Halbzeit, die Sicherung. Da müssen betrifft Sie auch ja die Sicherung Ihre der, Verantwortung übernehmen. Genau, betrifft auch die Sicherung der Rente. Diese Regierung jetzt, wenn man in der Vergangenheit schaut, wie Regierungen, die von der Sozialdemokratie übernommen wurden, in der Mitte der Legislatur standen, wird man ähnliche Phänomene sehen. Aber vor allem hat diese Regierung ja das Land und die Regierung übernommen, die Verantwortung übernommen in einer Zeit, als wir in schwerwiegenden Krisen uns befunden haben. Und es kam eine hinzu, wir waren keine 100 Tage im Amt, das stimmt. Da hat Putin die Ukraine überfallen. Dennoch sagt zum Beispiel Ministerpräsident Stefan Weil jetzt, die Regierung, alle müssen besser arbeiten. Zitat, wenn die AfD wieder schwächer werden soll, müssen die anderen Parteien besser werden. Wo muss die SPD besser werden? Wir haben sicher, und darauf wird sich Stefan Weil vermutlich beziehen, gerade beim Heizungsgesetz eben sind wir den Menschen sehr nahe getreten. Das betrifft ja wirklich jeden und jede. Am Ende im Lauf der Zeit, alle sind sich vermutlich darüber einig, dass man in der Wärmewende was tun muss, weil 35% des CO2-Ausstoßes ja in Gebäuden generiert wird. Und dennoch, wenn es eben sehr persönlich und auch in persönlichen Konsequenzen, an persönliche Konsequenzen geht, dann werden die Leute natürlich auch emotional. Kann ich verstehen, ja. Und da ist das Handwerk und die Kommunikation nicht so geglückt, wie wir es gerne hätten. In diesem Sommer sprechen wir ja mit allen Parteivorsitzenden darüber, über den Umgang mit der AfD. Die SPD, ihre Partei, fordert ja vehement eine Brandmauer auch auf kommunaler Ebene, anders als in Teilen ja jetzt die CDU. Aber sie handelt nicht immer danach. Zum Beispiel im thüringischen Hildburghausen, da stimmten SPD-Stadträte gemeinsam mit der AfD für die Abwahl des linken Bürgermeisters. SPD-Chef Georg Mayer sprach sogar von einem großen politischen Flurschaden. Also ist die SPD dann doch nicht so klar im Umgang mit der AfD in den Kommunen?
Sie hören ja an der Reaktion des Landesvorsitzenden und Sie werden auch die Reaktionen der Bundesspitze gehört haben. Wir befürworten sowas natürlich nicht. Wir würden dann in solchen Fällen schon auch mit den Genossinnen und Genossen vor Ort sprechen. Haben Sie aber das von denn? Unserer denn Seite? Die SPD hat ein Schiedsgerichtsverfahren angeschoben gegen diesen in diesem Fall. Ja. Aber wir haben noch telefoniert, auch mit dem betroffenen SPD-Stadtrat. Und der sagt, er hat von dem ganzen Verfahren nur aus den Medien gehört. Mit ihm hat niemand gesprochen. Er hat auch nichts Schriftliches bekommen. Also nochmal, ist das die klare Kante? Oder man könnte ja fast den Eindruck haben, da wird was verschleppt. Ja, die klare Kante kommt natürlich von der SPD-Bundesspitze. Wir sind uns in der Partei auch ganz klar einig, dass so eine Zusammenarbeit nicht zielführend, nicht nur nicht zielführend, sondern ganz klar zurückzuweisen ist. Wir müssen in den Kommunen, wir müssen in den Ländern, wir müssen im Bund die Brandmauer gegenüber dieser klar rechtsradikalen Partei hochziehen, um eben auch deutlich zu machen, nein, mit denen zusammen. Das heißt, Sie werden mit den SPD-Kollegen in Hildburghausen nochmal nacharbeiten, dass da jetzt wirklich was weitergeht. Klar. Gut, dann Sie reden viel von der Brandmauer, aber eine Brandmauer löscht ja noch keinen Brand. Schauen wir doch mal nach Dänemark, denn da haben die sozialdemokratische Schwesterpartei mit einer anderen Politik die dortigen Rechtspopulisten pulverisiert. Schauen wir mal. Dänemark 2015. Bei den Parlamentswahlen landen die Rechtspopulisten der dänischen Volkspartei auf dem zweiten Platz bei 21,1%. Die Sozialdemokraten sind die großen Verlierer. Hier wird Mette Frederiksen neue Chefin. Sie dreht die Partei radikal auf Anti-Einwanderung. Flüchtling ist nur, wer unseren Schutz braucht. Der Rest muss ausreisen. Frederiksen wird Regierungschefin, droht mit Umsiedlung von Migranten. Das Motto: keine neue Zuwanderung. Ihr Minister stellt kurzzeitig sogar das Asylrecht ganz in Frage. Die dänische Regierung will null Asylbewerber. Abschiebezentren werden gebaut, sogar syrische Flüchtlinge sollen zurück nach Hause. Die Parlamentswahlen 2022 gewinnen Frederiksens Sozialdemokraten. Die Rechtspopulisten der Volkspartei werden zur Fußnote mit gerade einmal 2,6%. Frau Esken, wir haben es gerade gehört. Hammerharte Migrationspolitik und die klare Ansage, keine weitere Zuwanderung. Damit hat Ihre Schwesterpartei in Dänemark die Rechtspopulisten auf 2, runtergedrückt. Gibt Ihnen das zu denken? Eine klare Haltung zur Migrationspolitik gibt es auch von der SPD. Wir stehen ganz klar dafür, dass wir, wenn wir Menschen, die Schutz brauchen, denen auch bieten wollen, dass wir dann auch klar machen müssen, wer diesen Schutz nicht braucht und deswegen nicht über den Weg des Asylrechts zu uns kommen kann, also auch wieder gehen muss. Dazu werden Migrationsabkommen ja jetzt auch angestrebt und geschlossen von unserem Beauftragten Herrn Stamp. Und von Innenministerin Faeser natürlich auch vorangetrieben. So, gleichzeitig müssen wir doch aber sehen, dass wir Zuwanderung brauchen als Gesellschaft und als Arbeitsmarkt. Ja. Das heißt, wir müssen auch Wege finden, wie eben Menschen mit den notwendigen Qualifikationen oder mit auch der Bereitschaft, die Qualifikationen sich anzueignen, Absolut. Zu uns kommen können. Absolut, und diese beiden Wege gehören zusammen. Genau, aber die Menschen müssen das Gefühl haben, die Politik hat dieses Thema im Griff. Und 65% sagen im Moment in Deutschland, beim Thema Migration, Sie sind mit dem Kurs der Regierung unzufrieden. Deshalb nochmal, müssen Sie da nicht etwas ändern, zum Beispiel mehr Grenzkontrollen? Wir haben heute Zahlen gesehen, dass die illegale Einreise extrem zunimmt, über Tschechien zum Beispiel, plus 48,5%. Was müssten Sie da machen? Mehr Grenzkontrollen auch noch an diesen Grenzen? Man muss sich darüber im Klaren sein, dass diese Menschen nicht über die Grenzstationen kommen, wo man dann mit Schlagbäumen sagen könnte, nee, hier könnt ihr nicht rein, sondern ganz überwiegend über die grüne Grenze. Das heißt, da muss ja auch im Bereich der Grenze eben die Bundespolizei entsprechend kontrollieren, aber nicht Schlagbäume einrichten. Das haben wir während der Corona-Pandemie in bestimmten Zeiten tun müssen. Und wir haben gesehen, wie schwerwiegend die Auswirkungen für den Arbeitsmarkt, aber auch für die Wirtschaft gewesen sind, gerade im kleinen Grenzverkehr. Da müssen wir ganz genau hinschauen, was wir tun. Frau Esken, ein
wahrscheinlich das beste Mittel, um den Vormarsch von Populisten zurückzudrängen, ist das Lösen von Problemen. Wohnungsnot ist ein ganz drängendes Problem. Der Kanzler hatte 400.000 neue Wohnungen pro Jahr versprochen. Da sind wir weit entfernt von. Aber schlimmer noch, die Zahl der Sozialwohnungen, die sinkt sogar, statt zu wachsen. Es gibt im Moment 1,1 Millionen Sozialwohnungen für mehr als 11 Millionen Haushalte. Konkret in dieser Legislatur, was schaffen Sie da noch, um dieses Problem zu lösen? Genau, also ich will das nur bestätigen. Es ist ganz klar, wir machen Politik nicht wegen der AfD, wir machen Politik wegen der Menschen. Und da geht es eben darum, genau diese Probleme zu lösen. Und wie tun Sie Zahl das der, bei den Die Wohnungen? Zahl der Sozialwohnungen geht ja seit vielen Jahren zurück. Das kommt daher, weil die eben aus der Sozialbildung herausfallen, wir nicht genügend bauen. Aber Sie hatten jährlich 100.000 neue Sozialwohnungen versprochen und jetzt gibt es sogar 14.000 weniger. Ja. Und da muss tatsächlich noch mehr Gehirnschmalz auch rein. Wir haben natürlich eine Problematik, dass die Zinsen sehr hoch sind, dass die Baustoffkosten sehr hoch sind, die Materialkosten und auch die Personal. Aber was ist Ihre Antwort darauf? Die Personalproblematik. Im Handwerk fehlt eben auch Personal, wie überall übrigens. Die Demografie, genau gesagt, aber der Fachkräftemangel groß. Aber Sie beschreiben Probleme, Frau Esken. Was ist die Antwort darauf? Wir müssen in der Planung und Genehmigung schneller werden. Wir müssen aber eben auch es möglich machen, dass jetzt investiert wird. Und dazu gehören Vorschläge wie jetzt von Bauministerin Klara Geiwitz, dass wir die Abschreibung degressiver gestalten, dass eben in den ersten Jahren mehr abgeschrieben werden kann, damit sich auch der Invest lohnt, damit es auch funktioniert, überhaupt jetzt bezahlbar und vor allem Sozialwohnungsbau auch zu betreiben. Kurz noch, die Grünen wollen ja eine große Investitionsoffensive, 30 Milliarden für Sozialwohnungen und energetische Gebäudesanierung. Unterstützen Sie das? Das sind Vorgaben, Vorschläge, die wir genau prüfen müssen. Wir müssen natürlich auch im Rahmen der Mittel, die uns auch zur Verfügung stehen, wirtschaften. Aber wir müssen unbedingt im Wohnungsbau Maßnahmen ergreifen, die auch da tatsächlich zu einer vermehrten Bautätigkeit führen. Ich habe noch nicht verstanden. Also wenn die Mittel da sind, unterstützen Sie es oder Sie unterstützen diese in Offensive von 30 Milliarden? Nee, wir müssen uns die Maßnahmen anschauen, die dort vorgeschlagen sind, aber wir müssen uns vor allem den Haushalt anschauen und die Möglichkeit auch aus den Fonds, die wir haben, zur Unterstützung eben die Mittel zu entnehmen. Ne? Das ist eine gute Überleitung, denn die Mittel hat man natürlich, wenn es der Wirtschaft gut geht und die Steuereinnahmen funktionieren. Deutschland ist da aber gerade sowas wie der wirtschaftspolitische oder wirtschaftliche Geisterfahrer Europas. Laut IWF schrumpft nur die deutsche Volkswirtschaft in diesem Jahr. Kein anderes großes Industrieland hat dieses Problem. Es herrscht also Handlungsbedarf. Deshalb konkret an Sie die Frage, kommt nach der Sommerpause ein gemeinsamer wirtschaftspolitischer Aufschlag der Regierung? Zunächst will ich mal deutlich machen, dass Deutschland ein starkes Land ist mit einer wirklich starken wirtschaftlichen Basis, Industrie, aber vor allem auch der Mittelstand. Und wir sollten nicht den Fehler machen, die Industrie und die Wirtschaft insgesamt jetzt in eine Depression reinzureden. Das stimmt. Die halbe Miete ist Psychologie. Aber Land, das schrumpft, ist ja eine Aussage. Also ich weiß nicht, wie viele Länder da verglichen worden sind. In China sieht es derzeit auch sehr, sehr schlecht aus. Und da haben wir ja auch gewisse Beziehungen. Und als Exportnation sind wir dort natürlich auch, haben wir eine starke Abhängigkeit. Auch von aber, der, vom aber das Klima Thema übrigens. Brennt ja den Menschen auf Absolut. Den Nägeln. Und Absolut. Deshalb nochmal meine Frage, wird es jetzt nach der Sommerpause einen gemeinsamen Aufschlag der Regierung geben? Denn die Leute im Land erwarten doch, dass da Lösungen gefunden wird. Ja, diesen gemeinsamen Aufschlag gibt es auch im Rahmen des Koalitionsvertrages und Überlegungen innerhalb der Parteien ja schon länger. Wir machen schon länger sehr deutlich, wir als SPD, dass wir die Pflicht haben, auch zu einer aktiven Industriepolitik, zu einer aktiven Wirtschaftspolitik, die in die richtige Richtung weist, die Infrastruktur vorhält und erneuert. Da ist ja Deutschland auch ziemlich zurückgefallen in den letzten Jahren. So, und investieren als Staat, aber gleichzeitig natürlich auch die Investitionen in der Wirtschaft anfördern. Aber Frau Esken, Sie sagen jetzt, wir als SPD, der Bundesfinanzminister, der sagt Steuersenkung, die Grünen sagen Investitionspaket, da sagt ja noch jeder was anderes. Deshalb machen wir es mal einmal konkret, drei Punkte jetzt. In Deutschland ist die Inflation weiter enorm hoch. Im Juli waren Lebensmittel um 11% teurer als das Jahr zuvor. Spanien hat die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel gesenkt, damit die Inflation unter anderem sehr verringert. Deshalb, warum gehen Sie da nicht ran? Wir haben die Mehrwertsteuer während der Corona-Krise ja auch gesenkt.
Wir haben gesehen, dass die Lebensmittelkonzerne dann auch die Preise nicht unbedingt direkt senken, aber direkt in dem Moment, wo wir die wieder anheben müssen, die Mehrwertsteuer, dann relativ schnell die Preise auch erhöhen. Also diese Maßnahmen sind eben nur kurzfristig wirksam. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen durch bessere Löhne, den höheren Mindestlohn, aber natürlich auch bessere Tariflöhne, diese Preise auch tragen können. Okay. Und gleichzeitig müssen wir durch eine kluge Zinspolitik eben jetzt auch dafür sorgen, dass die Inflation in den Griff kommt. Nur kurz angemerkt, der höhere Mindestlohn wird aber natürlich schon wieder pulverisiert durch die höhere Inflation. Aber nächstes Thema, machen wir es auch konkret. Deutschland hat ein Problem mit teurer Energie. Warum traut sich Ihre Regierung, die Ampelregierung, nicht an einen Industriestrompreis ran, wie zum Beispiel Frankreich? Den will der Kanzler nicht. Also wir haben ganz klar vorgelegt, wir brauchen, ich habe es gesagt, eine aktive Wirtschaftspolitik. Wir müssen in Infrastruktur investieren und wir müssen für die Industrie und übrigens auch für den Mittelstand, der eben auch von Energiepreisen abhängig ist, einen Brückenstrompreis ermöglichen, damit wir eben hin zu den erneuerbaren Energien, wenn die in hinreichender Zahl vorhanden sind, dann auch die Wirtschaft entsprechend stützen können. Okay, also den Brückenstrompreis, ja. Industriestrompreis, ja. Müssen Sie den Kanzler noch überzeugen. Aber noch dritte konkrete Frage. Wann kommt das versprochene Klimageld? Auf das drängen Sie, aber das kommt ja noch nicht. Und da geht es schließlich um sozialen Ausgleich von 13 Milliarden pro Jahr. Das sind im Moment die Zahlen zum Beispiel. Ja, das haben wir uns gemeinsam vorgenommen, steht auch im Koalitionsvertrag. Der Bundesfinanzminister hat ja jetzt angekündigt, dass er zum 01.01.2025 sozusagen infrastrukturellen Voraussetzungen geschaffen haben will. Derzeit fehlen uns die notwendigen Informationen und Register. Also so spät. Um direkt an die Bevölkerung, eben auch an jeden Einzelnen, diese Pro-Kopf-Prämie, die ja gedacht ist, auszuzahlen. Also nächstes Jahr wird es nichts mit dem Klimageld? Das wird jetzt bis zum 01.01.2024 nicht möglich sein. Gut, Klima ist ein gutes Stichwort für unseren nächsten Gesprächsblock. Schauen wir nämlich auf die Klimapolitik. Da könnte man denken, man könnte sagen, gut gemeint, aber bislang nicht gut gemacht. Absatz von Wärmepumpen ist durch diesen Streit ums Heizungsgesetz dramatisch eingebrochen. Die Pflicht zum Nachsteuern in allen Sektoren, das Klimagesetz, die ist auf Druck der FDP abgeschafft worden. Deshalb haben Sie Angst vor dem Unmut der Menschen bei Klimaschutz, wenn es spürbar wird? Nein, tatsächlich haben wir mit dem Gebäudeenergiegesetz ja einen wichtigen Schritt gemacht. Das wird jetzt nach der Sommerpause auch beschlossen werden. Aber wie wir schon vorher ja gesprochen haben, war dort in der Kommunikation nicht alles rund gelaufen. Deswegen ist da eine hohe Verunsicherung entstanden. Daher auch eben jetzt diese Kaufzurückhaltung. Übrigens insgesamt natürlich auch, wenn ich vorher von der Stimmung in der Wirtschaftspolitik gesprochen habe, auch die Bevölkerung ist ja in der Stimmung, dass eben größere Anschaffungen, eine Heizung gehört ganz klar dazu, absolut, jetzt erstmal geschoben werden. Aber Frau Esken, zum Beispiel Verkehrsminister Wissing, der muss jetzt die ganze Legislatur nicht mehr nachsteuern, weil nämlich... Das ist nicht richtig. Doch, weil man erst, wenn 2 Jahre hintereinander ein Klimaziel gerissen wird, nachgesteuert werden muss, dann sind Sie gar nicht mehr in der Regierung. Deshalb nochmal fällt vielleicht... Das will ich doch wieder hoffen, dass wir dann noch in der Regierung sind. Ja, aber Sie können es zumindest noch nicht wissen. Also deshalb fällt in Teilen die SPD sogar hinter das zurück, was sie durchgeboxt hatte und wo sie auch stolz drauf war als Juniorpartner in der Großen Koalition beim Klima. Ja, in der Großen Koalition sind in vielen Bereichen eben hehre Ziele gesetzt worden. Das ist uns tatsächlich gelungen. Die sind ja auch noch mal angeschärft worden. 2050 wurde auch 2045 verschärft. Aber die Maßnahmen sind eben nicht durchsetzbar gewesen. Da war die Union nicht mutig genug, tatsächlich auch wirksame Maßnahmen zu beschließen. Vieles, was da auch einfach hätte beschlossen werden können, war eben nicht möglich. Und jetzt sind wir tatsächlich in der Situation, dass wir auch sehen, dass wir die Sektorziele, die wir vereinbart haben, dass wir da die Bevölkerung über Gebühr und die Industrie vielleicht ein bisschen zu wenig fordern. Und deswegen haben wir jetzt eine sektorenübergreifende Verantwortung. Aber die zum Beispiel im Verkehr nicht mehr gemacht wird. Aber was Doch, die wird auch im Verkehr übernommen werden. Ja, aber er muss jetzt nicht mehr nachsteuern. Frau Esken, der Kanzler hat einen interessanten Satz gesagt in seiner Sommerpressekonferenz. Er hat nämlich gesagt, gesetzliche Regelungen beim Klimaschutz müssen so gut sein, dass sie in einer Volksabstimmung eine Mehrheit fänden. Machen Sie gerade und ausgerechnet in der Klimapolitik jetzt allen Ernstes Politik nach Umfragen? Nee, wir machen nicht Politik nach Umfragen, sondern wir machen Politik, indem wir überzeugen.
Es kommt ja darauf an, dass die Menschen auch aus Überzeugung die Dinge umsetzen, nicht nur nach Vorgabe, ganz klar. Vieles, was im privaten Bereich eben möglich ist, wissen die Menschen ganz genau, was dort zu tun wäre. Keine inländischen Flüge, die Elektromobilität. Aber Plebiszit weniger, hat er ja letztlich gesagt, weniger, das haben wir ja nicht. Weniger, und zum Beispiel ja. Beim Atomausstieg, da sind Sie auch, haben Sie auch Politik gegen die erklärte Mehrheit gemacht. Ja, wir haben ja als Gesellschaft vor langen Jahren schon damals unter rot-grüner Regierung und dann nachher noch mal bestätigt von einer schwarz-gelben nach einer kurzen Volte beschlossen als Gesamtgesellschaft, dass wir aus der Atomenergie aussteigen wollen. Ich habe in jungen Jahren dagegen demonstriert und bin heute sehr froh, dass wir es geschafft haben. Nur um es festzuhalten, wir kommen jetzt aber in dem Moment, wo Sie es verzogen haben, war eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung gegen den Atomausstieg. Frau Esken, wir haben immer die Schnellfragerunde. Das heißt, das können Sie auch kurz und knackig, denn dann gucken wir, dass wir auf möglichst viele Themen eine Antwort bekommen. Deshalb geht es jetzt los. Wird es für die Kindergrundsicherung deutlich mehr Geld geben als die 2 Milliarden, die im Moment der Finanzminister im Haushalt vorgesehen hat? Da gehe ich fest von aus. Wie viel? Das kann ich heute noch nicht sagen. Drücken Sie als SPD-Chefin Friedrich Merz alle Daumen, dass er der Kanzlerkandidat der Union wird? Ja oder nein? Das muss die Union entscheiden. Wie sehr ärgert es Sie, dass Gerhard Schröder noch immer Mitglied der SPD ist? Gerhard Schröder ist Mitglied der SPD wie viele andere. Und ich habe ihm empfohlen, die Partei zu verlassen, aber er folgt nicht unbedingt meinen Empfehlungen. Schließen Sie aus, irgendwann doch noch Ministerin werden zu wollen? Es ist ja nicht der Ort, Dinge auszuschließen, aber ganz klar, ich bin sehr, sehr froh, Parteivorsitzende zu sein. Das macht mich sehr glücklich. Lars Klingbeil ist schon der zweite Mann an Ihrer Seite im SPD-Vorsitz. Ist er auch der letzte? Da kann ich auch schlecht in die Zukunft blicken, aber ich arbeite sehr, sehr gerne mit Lars Klingbeil zusammen. Muss die Zahl der Teilnehmer im Koalitionsausschuss reduziert werden, damit man da besser vorankommt? Wir haben bisher gut zusammengearbeitet in den Koalitionsausschüssen. Und wenn es große Themen waren, die wir zu besprechen hatten, dann hat es auch mal ein bisschen länger gedauert. Aber am Ende sind wir uns einig geworden. Da bleiben wir auch dabei. Hat schon mal 30 Stunden gedauert. Deshalb, was machen Sie lieber? Noch einmal 30 Stunden Koalitionsausschuss oder lieber zu Hause die Küche aufräumen? Das ist eine nette Frage. Die Küche aufräumen macht schon auch Spaß. Aber ich sitze gerne mit den Kollegen und denke darüber nach, wie wir das Land nach vorne bringen. Wird die Bundesregierung der Ukraine doch die weitreichenden Marschflugkörper Taurus liefern? Der Druck steigt ja. Oder schließen Sie das aus? Wir haben die Ukraine bislang in ihrem Kampf gegen den russischen Aggressor mit allem unterstützt, was notwendig war. Und das werden wir auch weiterhin tun. Ich frage aber noch mal jetzt nach, stimmt es denn, dass Gespräche laufen mit der Rüstungsindustrie, um die Reichweite durch so eine Art Geoblocking zu beschränken, damit die eben nicht hunderte Kilometer fliegen bis weit auf russisches Territorium? Ich gehe davon aus, dass das Bundesverteidigungsministerium regelmäßig mit den Rüstungskonzernen spricht und das wird es auch weiterhin tun. Fänden Sie es denn richtig, wenn man die Reichweite so beschränkt, dass das mit Sicherheit nicht auf russisches Territorium fliegen könnten? Diese. Auch da gehe ich davon aus, dass die Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Aggressor das Völkerrecht einhalten wird. Verteidigungsminister Pistorius hat aber ja da ein großes Bedenken und verweist auch öffentlich ja darauf, dass die eben so eine Weite, 500 Kilometer und weiter fliegen können. Ist das nicht ein erhebliches Misstrauen gegenüber dem Partner Ukraine? Wenn wir uns anschauen, was wir in den vergangenen 17 Monaten geliefert haben und jetzt gerade die letzten Tage wurde ja noch mal bekannt, weitere Patriot-Abwehrsysteme, für die der ukrainische Präsident sich bedankt hat bei Deutschland, weil sie eben Tausende von Menschenleben retten können, dann muss man sagen, da ist nicht der Kern Misstrauen, sondern ganz offenkundig die Solidarität, die wir den Ukrainerinnen und Ukrainern an der Stelle ja auch schulden. Noch mal kurz und zum Ende. Bis jetzt war es ja immer so, lange hat die Bundesregierung was ausgeschlossen und dann hat sie es am Ende im Verbund mit den Verbündeten und vor allem den USA doch gemacht. Glauben Sie, das wird auch diesmal bei Taurus wieder so sein? Nein, es geht nicht darum, Dinge auszuschließen, sondern es geht tatsächlich darum, alles abzuwägen, was für und gegen eine solche Lieferung spricht und vor allem eben auch mit allen Verbündeten, insbesondere den USA, auch gut abgestimmt zu handeln.
Danke, Frau Esken. Tja, viele schwerwiegende Entscheidungen, die derzeit zu verantworten sind und von denen die Sozialdemokraten wohl noch vor kurzem gar nicht gedacht hätten, dass sie sich damit überhaupt beschäftigen müssten. Auch das ist eben Zeitenwende. Das war unser Sommerinterview mit der SPD-Co-Chefin Saskia Esken. Herzlichen Dank, Frau Esken. Herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Und unser nächster Gast ist CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz. Einen schönen Sonntag noch.